noch 600, dann haben wir eine neue Shotgun. Also nicht eine neue, aber... Was haben wir hier? Alter, hör auf mich zu erschrecken. Fängt einfach an zu reden. Okay. Leertaste untersuchen. Ich erinnere mich. Maus bewegen, umsehen. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortexregion für Einwilligung. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Ich spiele die Aufnahme. Warte, erstmal kann ich noch abbrechen. Gott sei Dank. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich hatte mir, glaube ich, immer die Aufnahmen einfach nur angehört. Jetzt, ich höre da nochmal ganz kurz rein. Warte mal. Ich hoffe, der Typ kommt jetzt nicht. Ach, hier. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortexregion für Einwilligung. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ist das, wie hast du es genannt, dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Der andere ist Ruvik. Ganz genau, der ist es. Das ist unser Junge, der Kleine, den wir die ganze Zeit versuchen zu retten, der aber komischerweise irre geworden ist. Man könnte meinen, dass der Marcello der Fädenzieher ist, weil er der Einzige ist, der hier noch einigermaßen normal ist. Und natürlich Kapuzenheinz. Es könnte auch sein, dass das Bewusstsein des Jungen in Kapuzenheinz drinsteckt. Und Kapuzenheinz deswegen so ein bisschen wirr wirkt immer. Kann ich hier eigentlich? Natürlich nicht. Kann ich hier eigentlich? Natürlich nicht. Da ist eine Flasche. Das wollte ich schon immer mal machen. Endlich bin ich's losgeworden. Kapuzenheinz ist wieder unterwegs. Alter, willst du mich verarschen? Der spawnt hinter uns und bringt mich sofort um? Willst du mich verkackeiern? Wozu noch die Mühe machen? Warum lässt du den noch spawnen, du Scheißspiel? Bring mich doch einfach so um. Einfach. Alter, was für eine Kacke ist das denn? Prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ist das, wie hast du es genannt, dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Ich bin beeindruckt. Nein, du bist tot. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben, denn ich bin Rufenschmufen. Der Schmufenrufen. Was machst du denn? Jojo, ich bin nämlich Hip-Hop-Star. Alles klar? Und wenn du mich ärgerst, dann hole ich Mama.
Alter, was war das denn für eine Kacke gerade? Dann spawnt er genau neben uns und bringt uns sofort um. Alter, das war aber echt überflüssig. Schnauze! Ich glaub, es geht los. So, kommt der Rufladen jetzt wieder angescheißert? Scheiße, es scheint eine rote Flüssigkeit zu sein. Es ist Blut. So, puh, 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 nicht? So, ich bin da. Oh. Ich höre ekelhafte Geräusche. Es sind zwei? Einfach nur, weil wir die viel zu selten benutzen. Alter, willst du mich verarschen? Na, guck mal hier. Ciao! Ja, ich glaube, die haben aufgehört. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Okay, das waren die beiden. Jetzt müssen wir nur gucken. Wir müssen gleich nochmal nach oben auf die Dinger, das weiß ich noch. So, das haben wir genommen. Dann haben wir hier noch ein bisschen... Ah, geil. Da ist noch Suppe, da ist eine Flasche, das ist ganz traumhaft. Kann ich mich hier verstecken? Nein. Wolltest du mal testen aus Prinzip? Außerdem habe ich Angst, dass der blöde Rufen jetzt ständig hier um die Ecke kommt und dann uns sofort umbringt. Der unfaire Scheißkerl, der Beamer, der Elende. So, ich glaube, wir kriegen... Haben wir hier oben nicht Besuch gekriegt oder waren das die beiden? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Na. Ah, 35 Schuss irgendwie und dann hat er... Gemein, ich wollte eigentlich dahin laufen und ihn sofort verbrennen, aber das klappt scheinbar nicht immer. Das war ursprünglich mein Masterplan, aber der Master hatte gerade Urlaub. So, was ist das hier? Ach ja, 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 ich erinnere mich. Oberes Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis 24. Die Herren Geschworenen, alle blind. So wie Justitia eben ist. Normalerweise. Achso, das kann man nur wieder. Ich dachte, da liegt noch irgendwas, aber das war nur das Untersuche-Ding. Da unten ist sonst aber niemand, okay. Das gerade eben, das war doof. Tut mir leid, das hätte man wesentlich besser lösen können, aber naja. Hätte Fahrradkette. Und jetzt ist die Frage, wann... Doch, da waren die, ne? Die Herrschaften. Nachgeladen habe ich schon. Die Leiche dürfte eigentlich nicht mehr aufstehen, weil wir ja eine Granate reingeschmissen hatten. Die müsste ja genauso zerfetzt worden sein. Ah, die Axt hätte man gerade super brauchen können. Vielleicht... Verschwenderisch. Oh, 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 geil. So, das Ding haben wir. Knirz. Wir sind, glaube ich, hier im Schlafzimmer der Eltern. Und wir können uns
die Shotgun leisten. Ich freue mich sehr. Und wir kriegen sogar noch, oh, ein Medikit. Die plötzliche Großzügigkeit verunsichert mich. War da noch was? Ach, die Flasche, Alter. Wie viele Flaschen hier so sind? Mit Licht an, verstecken wir uns. Wo kam denn das Ding plötzlich her, das Auge? Da war doch vorher noch keins. Ich höre ihn. Oder sie. Im Zeichen der Gleichberechtigung könnte es auch eine Frau sein. Aber wir haben keine weiblichen Gegner. Wir haben die Lampe an und strahlen ihn an. Kein Problem. Wir strahlen noch den Schrank von innen an, wie es aussieht. Waffen können wir hier nicht wechseln. Ranzoomen kann ich. So, keine Suppe. Halt. Nein! Geh weg! Oh. Oh, lecko mio grande, Alter. Der Drecksack mit seinem scheiß verschissenen Bademantel immer. Bitte nicht den ganzen Kack nochmal. Och, bitte nicht. Bitte sag, dass da ein Checkpoint war. Irgendwo. Bitte nicht das Gespräch jetzt wieder. Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Oh Gott. Wie hast du es genannt? Dein allerheiligstes? Ich hasse Checkpoints. Ein eigenes Forschung. Wie hast du es genannt? Ist mir doch scheißegal. Wir haben die Scheiße schon 10.000 Mal gehört. Lass mich in Ruhe. Ja, guck mal hier. Die rote Flüssigkeit. Voll die rote Flüssigkeit. Pell dir eine Wurst, du Arsch. So. Haben wir zum Glück noch nie gesehen. Ciao. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir auch das damit. Boah, der Ruven, Alter, der Ruven. Der Ruven. Ich kam nicht da vorbei an dem Ruven. Zum Geburtstag hat Mama mir einen Marmorruven gebacken. So, ich gehe jetzt mal die Leiter hoch. Willst du mich verarschen? Ich habe angegriffen, zuerst, aber... Willst du... Der lebt noch? Hä? Jetzt sind zwei? Was? Wie? Der ist doch tot! So, du Arschpampe. Wir nehmen die Arschpampe. Wieso waren das jetzt auf einmal zwei? Wir haben den Eimer weggebechert und dann hat... Verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum waren das zwei? Ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Eigentlich sollte der tot sein mit der Axt. Ja, das ist der obere Zahnrad. Ist total toll. Und das hier kennen wir auch noch gar nicht.
wunderbar. Wieso waren das zwei? Würde ich gerne verstehen, aber... Nein, wie leid hast du nehmen? Was kann ich nehmen? Ach, eine Axt. Die Axt wenigstens... Ich dachte schon, er steht jetzt wieder auf. Ich wollte ja gerade schon amok laufen wieder. Hallo, Leertaste runterklettern. Da hinten die Suppe dürfen wir nicht vergessen. Oh. Na, wie praktisch. Den Rufen können wir überhaupt nicht, ne? Dem können wir auch nichts. Egal, was wir machen. Das Schlimme ist, ich habe die Befürchtung, auch wenn wir uns im Schrank verstecken würden, würde der Ruven uns da finden. Und der will ja, das haben wir ja schon gehört, der will uns ja umbringen. Halt, ich nehme erstmal die Suppe mit, bevor der Kollege gleich wieder reinstiefelt. Aber wir haben ja diesmal die Axt mit. Das sind wahrscheinlich auch wieder zwei jetzt. Wo kommt der denn her, der Kollege? Da ist das Auge. Ich laufe nur hier rum, falls der Rufen gleich kommt, dass wir uns hier ein bisschen in Sicherheit bringen können. Zum Beispiel auf die Leiter oder nach oben klettern und dann ringsherum laufen und warten, dass der Rufen wieder neben uns spawnt. Ja, das nehme ich im Spiel krumm. Dass wir hinterm Bett gefangen wurden? Ja, okay, jetzt passiert. Aber, ja, pass mal auf, ich muss da mal... Rufen! Rufen! Deine Lampe ist scheiße! Oh, ich dachte, die kriegen wir kaputt, aber leider... Alter, das ist doch wohl nicht wahr! Was für ein Kackspiel! Was ist denn das für eine Kackentengrütze, ey? Wer programmiert denn so ein Rettich? Boah, ich bin erzürnt, hier! Alter! Na prima. If Entfernung zum Spieler, kleiner gleich 2 Meter, then don't spawn, Alter! Wie hast du es genannt? Was ist denn das für ein Scheiß? Und jetzt müssen wir den ganzen Kack normal machen, weil der behinderte Rufen ständig bei uns auf den scheiß Zehenspitzen spawnt, Alter. Was soll denn das? Was für ein Kackwurst-Game an manchen Stellen. Entschuldigung. Oh, jetzt kommt der Typ nicht. Auch gut. Boah, ey, das gibt's gar nicht. Ja, da rege ich mich auf. Entschuldigung. Oh, die Flüssigkeit! Oh, die Flüssigkeit! Oh, sie sprudelt! Mir sprudelt's gleich aus dem Arsch, wenn ich das weiter spielen muss. Ja, ich bin sauer. Weil das ist echt Kacke. Das ist auch bei jeder Fairness und allem anderen. Hörst du, komm ich nicht durch, ich muss erstmal zu rufen. Kein Verständnis für, bin ich ganz weit ab vom Verständnis. Ciao. Wie die Geräusche hier noch bleiben, wenn man die gerade explodieren lassen hat. Alter, ich habe das Ding noch schon in der Preview durchgespielt und Rufen war kein Problem und hier auf einmal, der teleportiert uns ständig neben uns und dann batz, tot. Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch beschissen. Ja,
Siehst mich sprachlos. Na ja, gut, so sprachlos bin ich nicht. Ich bin gerade sehr laut. Nein! Rufen! Das hat der gemacht. Das lag nicht an mir. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade zornig bin. Liebe Leute von Bethesda, wenn das nochmal passiert, fresse ich ein Eichhörnchen. Das ist sehr niedlich. Und ich töte Robbenbabys. Ihr seid schuld. Denkt drüber nach. Ach ja, der Mann, der zweimal lebte. Den man auch nicht anzünden kann. Jetzt verliert er allerdings keine Axt. Und es bleibt auch bei dem einen. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das obere Zahnrad. Ja, ja, ja. Jetzt hier gucken wir nochmal ganz kurz. Ja, da sind der Henker und ein Beil. Was zum Henker? Wenn das jetzt nochmal passiert, muss ich echt eine Aufnahmepause machen, dann muss ich irgendwas zerbeißen hier. Die Tischkante oder irgendwas, dann... Alter. Club Rufen. Ich glaube, ich gründe einen Fanclub. Mitglieder null. So. Ja, dann lad doch nach. Ach, hat er schon, okay. Oh, eine, das haben wir noch gar nicht gesehen. Das, Notiz aus... Ach ja, Ruvik. Ich sag immer Rufen, der heißt eigentlich Ruvik. Ruvik Blau oder was? Ich habe sie wieder gesehen. Am Ende des Flurs. Ihr langes, schwarzes Haar, schön wie immer. Das ist wahrscheinlich nicht seine Stimme. Ich habe sie wieder gesehen. Am Ende des Flurs. Ihr langes, schwarzes Haar, schön, schön wie immer. Glänzender Mondschein. Die Augen wie dunkle Teiche in ihrem Porzellangesicht. Sie trug ihr rotes Lieblingskleid wie ein blutroter Sonnenuntergang, wie eine Blutspur im schwindenden Licht. Laura, du kannst nicht tot sein. Du kannst nicht tot sein. Ich muss noch 10-mal das Wort Blut unterbringen. So. Das war Laura. Was passiert, wenn wir es im Schrank verstecken, wenn der Rufen kommt? Juhu, Streichhölzer, ich freue mich sehr. Ciao. Huch, was war da denn gerade? Ach, das war seine Spitzhacke, die ihm gerade auch noch durch den Kopf gerammt ist. Ja, gut, shit happens. Spitz happens. Willst du mich verarschen? Ach, da. Oh, oh. Ich habe sie mal extra ein bisschen früher gemacht. So. Was mache ich mit Rufen? Oh. Ich würde jetzt echt gern quicksafen, weil es nervt mich, dass wir jetzt bis zu irgendeinem beschissenen Checkpoint warten müssen. Und dann wahrscheinlich gleich wieder Ruben neben uns spawnt. Ruvik. Entschuldigung. Jetzt sage ich schon Ruben. Entschuldigung. Ach ja. Oh, zum Glück kannte ich das schon. Oh, oh, oh. Aus der Preview. Ihr habt's gesehen. Hoffe ich. Oh. Mein Beil. Wer macht denn hier so eine Schlumpfgeräusche, so einen lustigen? Das sind
Hände! Oh, willst du mich verarschen? Nein, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit. Kann ich mich irgendwo verstecken? Schnauze! Wilder, komm, lass mich in Ruhe! Ihr alten Popomänner, geht weg! Ihr seid voll von Arsch. Wir haben immerhin haben wir Rufen überlebt. Der Bastard, der kommt auch genau immer im richtigen Augenblick. Ach, ich bleib mal bei meiner kleinen Knarre hier. Na, das klappt ja super. Stimmt, der hat eine Maske auf. Jetzt lauf doch mal! Da hakt er sich wieder fest an so einem Pixel. Nein! Jetzt geh nicht in die Hocke! Ich töte dich und deine Familie! Ach, die ist ja schon tot. Entschuldigung, ich bin so unsensibel. Schnauze! Erstmal ein Osterfeuer machen. Alter, und gleich kommt Rufen wieder. Wir wollen ihn ja nicht rufen. Hör auf. Hä, wie sind das wieder zwei? So. Jetzt reicht's mir aber auch mal hier. Jetzt mach doch mal bitte die Vase kaputt, ja? Ich... Ja, toll, der macht ja gar nichts. Und ein Tonband. Wir haben ja Zeit. Stimulation der kortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche Region ich mich konzentrieren sollte. Angst? Hoffnung? Einwilligung? Vertrauen? Neid? Drei davon sind von zentraler Bedeutung, doch welche öffnet die Tür? Ja, die Tür machst du mit Leertaste auf, das haben wir schon früh gelernt. Hier haben wir noch wunderschöne Fotos. Aber leider keine Zeit, die zu betrachten, weil der Ruf... Oh, hier ist so ein schönes Messer, das können wir doch super mitnehmen. Aber natürlich dürfen wir das nicht, okay. So, bis man die Leertaste drückt, vergeht auch schon wieder eine Nase, also eine Nasosekunde. Vergeht schon wieder ein bisschen. Ja, ja, mach doch den. Jetzt sind wir auf der... Ja, super. Die war doch vorher verschlossen. Ach, wegen den Brettern natürlich. So, hier haben wir gerade noch ganz mutig im Schrank gehockt. 29.900. Wir könnten zwischendurch... Ich glaube, ich gehe mal speichern. Das... Weißt du was? Ich mach das gerade mal. Da müssen wir nicht den ganzen Kappes wieder angucken. Wenn der Ruvik wiederkommt. Ich geh mal ganz kurz, Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Was heißt hier der besorgte Typ? Ich kann's dir mal besorgen! Die Munition nicht wert, die Schrapnelle. Okay, dann speichere ich mal... Ich pack erstmal die Waffe weg. Halt, bevor wir speichern! Wahrscheinlich kommt Ruvik gleich! So, ich setze mir erstmal wieder eine Suppenschüssel auf den Kopf. 30.400 und dann machen wir mal ganz kurz die Schrot. Bams. So. Waffen. Le Schröd. Schadensmultiplikator. 28.000 kostet's. Und ja, ich möchte gerne... Enter. Ja, abgeschlossen. Stufe 5, 200% Schaden auf der Shotgun. Geil. Das lob ich mir. Jetzt die Qualenbolzen. Quantenbolzen, wenn man lieber. 2.400... Es kostet 100 mehr, als wir haben. Nee, ich wollte ja Harpunenbolzen eigentlich. Ganz normale, schlichte Harpunenbolzen wollte ich aufwerten. Auf, bis die Feuerschock machen. Also, Feuerschock heißt es ja nicht. Es heißt anzünden. Ey, Feuerschock mal den Grill an. So.
Jetzt mache ich mal die ganz normalen Harpunen, die werden uns erstmal nichts bringen, aber ich glaube, die Endharpunen werden mega geil. Das werden die besten Harpunen, die man haben kann. Behaupte ich einfach mal, ich habe keine Ahnung. Hör auf, hier so notgeil rumzustöhnen, ich will doch nur speichern. Bis gleich.